Alle erforderlichen Vorbereitungen für die Errichtung des neuen stationären Vollpflegeheimes der Casa Rea in Werderhavel waren erfolgreich abgeschlossen. Aus diesem Grund fand am Freitag, dem 19.09.2014 um 11 Uhr auf dem Baufeld in Werderhavel in der Elisastraße 22 der erste Spatenstich statt. Insofern freue ich mich zu begrüßen, die erste Beigeordnete des Bürgermeisters, ab 1. Oktober selbst Bürgermeisterin dieser schönen Stadt, die Frau Sass. Und ich begrüße die Damen und Herren Stadträte, sind in einer Stadt. Ich begrüße ganz herzlich den Dr. Kolbinger vom Betreiber dieser Einrichtung, von der Firma Casa Rea. Ich begrüße auch unsere Geschäftspartner und Freunde von der HBG und von der Trax. Und wenn ich sage Freunde, dann ist dort in einem ganz kurzen Zeitraum eine Freundschaft entstanden, die wiederum einer der größten Motoren dafür war, dass wir eine gewisse diese Dynamik hier in diese Investitionen gebracht haben. Ja, meine Damen und Herren, wie wir nach Werder gekommen sind, das hatte ich Ihnen bei vorhergehenden Veranstaltungen schon sehr oft gesagt, das möchte ich jetzt nicht nochmal erläutern. Als wir vor 2 Jahren allerdings dort unseren ersten Spatenstich für das Einkaufszentrum durchgeführt haben, da hätte ich mir nie träumen lassen, welche Dimensionen dieses Engagement hier in Werder an der Havel eigentlich annimmt. Heute sind wir nun hier, weil wir den symbolischen ersten Spatenstich für die Pflegeeinrichtung durchführen wollen, die später mal, sorry, wenn ich jetzt vorweggreife, ganz kurz nur ein Wort den Namen Zernseehof tragen wird. Alles andere, was ich eigentlich in meiner Rede vorbereitet hatte, das wird später Herr Dr. Kolbinger noch erläutern, der dann im Anschluss an mich sprechen wird. Deswegen möchte ich gleich übergehen, einfach meinen Dank auszusprechen. Diesmal ganz besonders an unsere Nachbarn für eure Leidensfähigkeit, für eure Geduld, die ihr hattet während dieser Rüttelverdichtung, die wir hier durchführen mussten, um den Boden zu verbessern. Aber es ist tatsächlich so, also die 14 Tage Heftig-Aktion war am Ende sicher sinnvoller als die 3-Monats-Variante, die auch nicht emissionsfrei abgegangen wäre. Trotzdem nochmal vielen Dank und schön, dass ihr heute hier seid. Bitte ich jetzt auch die Vertreter der Presse ganz aufmerksam zu sein, möchte ich der Werderaner Kommunalpolitik. Was wir hier wieder erlebt haben, wie zügig das Ganze läuft, wie pragmatisch hier nach Lösungen gesucht wird, und wie wir am Ende zu einem guten Ergebnis kommen, das sucht seinesgleichen. Und wenn hier einige oder ein vermeintlicher Investor die Behauptung aufstellt, das Werderaner Rathaus sei eine Verhinderungsbehörde, kann ich nur sagen, aus unserer Sicht eine glatte Lüge. Also vielen Dank für eure Arbeit und auch schön, dass ihr heute da seid. Gleiche gilt auch für das Bauamt in Teltow, für den Herrn Nebler und für den Herrn Irmler. Also auch sehr gute Zusammenarbeit. Danken möchte ich auch der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, eine Bank, die wir erst vor 2 Jahren kennengelernt haben, die auch dieses Vorhaben begleiten wird. Es wird ca. 10 Millionen Euro von der Investitionssumme betragen. Davon werden uns 8 Millionen Euro als Darlehen zur Verfügung gestellt. Diesmal auch langfristig, weil das Pflegeheim nicht verkauft wird, sondern langfristig im Bestand unserer Tochtergesellschaft gehalten wird. Ja, meine Damen und Herren, bevor ich das Wort jetzt an Herrn Dr. Kolbinger und später an Frau Sass übergebe, ist es ja schon Tradition geworden, noch ein kleines bisschen in die Zukunft zu gehen, noch mal ein bisschen was in Aussicht zu stellen. Das nächste, was ich in Aussicht stellen kann, ist schon die nächste Feierlichkeit, kann eigentlich gleich hier bleiben. Circa 4 bis 5 Wochen werden wir Richtfest für die Havelterrassen feiern. Und ich war am 24. Juli mit dem Dr. Meisner beim Notar und wir haben beurkundet das zweite Baufeld gleich links vom Stadtplatz. Also wir werden Werder insofern noch eine ganze Weile erhalten bleiben, weil das ja einfach Spaß macht. Ich möchte Sie im Namen der Geschäftsführung der Casa Rea hier ganz herzlich begrüßen als zukünftiger Mieter. Mein Name ist Florian Kolbinger, ich bin der Justiziar bei Casa Rea. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute diesen Termin hier wahrnehmen können, hier im schönen Werder an der Havel und gerade auch in dieser Umgebung, in dieser Gegend, wo wir sehen, dass neue Wohnquartiere entstehen, dass
auch innerhalb dieser Wohnquartiere ein Seniorenpflegeheim entstehen wird. Ihre Anwesenheit zeigt uns, dass Seniorenpflege in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, dass es ernst genommen wird und dass auch Seniorenpflege auch zukünftig ihren Platz in der Mitte der Gesellschaft, regionale Pflegemanager, die sich darum kümmern, dass auch hier die Qualitätsstandards vollkommen eingehalten werden. Und was noch wichtig ist, denke ich, ist, dass wir hier eine eigene Küche einrichten werden, wo auch täglich gekocht werden wird und wo auch regionale Besonderheiten ihren Widerklang wieder gespiegelt werden und aufgenommen werden. Wir sind sicher, dass wir mit Ihnen da einen guten Partner gefunden haben, mit dem wir das auch termingerecht umsetzen können. Wir hoffen, dass es im vierten Quartal nächsten Jahres dann, dass wir uns dann hier wieder treffen zur Eröffnungsfeier. Und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie mich als Justiziar vorher nicht mehr auf der Baustelle sehen, sondern dass wir uns dann erst vorher nochmal, dass wir uns dann erst bei der Eröffnungsfeier wiedersehen. Und ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Sie, Frau Sass. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kinder, interessante Zeiten für euch brechen an. Wenn hier gebaut wird, könnt ihr immer gucken gehen, wie weit es ist. Und wenn ich euch mal besuchen komme, frage ich, was ihr alles Tolles gesehen habt. Liebe Investoren von Anton Recona und vom neuen, den Namen muss ich mir noch einbringen, von Casarea, wieder ein ganz bedeutsamer Schritt für unsere Stadt. Denn wir wissen um die Probleme, die wir wegen des demografischen Wandels zu bewältigen haben. Und umso schöner ist es, dass hier in den Havelauen konzentriert einmal Wohnangebote für ältere Menschen geschaffen werden, die bis hin zu Pflegeeinrichtungen gehen. Und ich finde es ganz besonders schön, dass das eben inmitten vom jungen Leben stattfindet. Wir haben hier die Schule, wir haben hier den Kindergarten und wir haben schon ganz tolle Erfahrungen gemacht mit der Verbindung von Jung und Alt. Wer es weiß, wir haben ja im Seniorenzentrum Wachtelwinkel das Eltern-Kind-Zentrum drinnen. Das wird toll angenommen von der Vorlese-Omi und dem Vorlese-Opi, sodass wirklich das eine ganz wunderbare Sache ist, eben wie gesagt, mitten in diesem neu entstehenden jungen Gebiet auch für alte Menschen Möglichkeiten zu bieten, ihren Lebensabend zu verbringen. Ich danke Anton Recona für das Engagement. Ich danke Ihnen für Ihr Engagement. Ich freue mich auf das, was wird. Heute Morgen hatte ich ein bisschen Sorge mit dem Wetter. Ich dachte, na nun, hier stimmt irgendwas nicht. Anton Recona macht Stratestich. Wo ist denn die Sonne? Aber ich glaube, die paar Regentropfen, Regen bringt Segen. Das wünsche ich dem Bauvorhaben, das wünsche ich dem Bauprojekt. Und ich freue mich auf all das, was wir noch gemeinsam bewerkstelligen werden. Viel Erfolg, viel Glück und immer gutes Gelingen auf der Baustelle und natürlich dann auch beim Betreiben. Dankeschön, vielen Dank. Es gab ja hier so ein bisschen Probleme mit Parkplätzen und da soll es ja im Oktober einen Termin geben, wo sich Eltern, der neue Betreiber, die Stadt verständigen, wie man dieses Verkehrsproblem hier löst. Also wir haben schon 30 neue Parkplätze geschaffen, die sind ja alle auf der Straße lang. Also wir haben unsere Verpflichtung schon erfüllt. Ja. Also Investitionssumme liegt hier bei ca. 10 Millionen Euro und als weitere Planung dann das zweite Baufeld neben bestehenden Havelterrassen, Riba, Werder, nochmal in etwa deckungsgleich dann die gleiche Baumasse. So, marsch mal hoch. Wir werfen auf drei. Also, eins, zwei, drei. Oh, du bist ja schon mit drei. Also, eins, zwei, drei. Jawohl. Du kannst ja hier gleich eine Bauarbeiter anfangen. So, das reicht. Nein. Für die Woche. Reicht, ja. Hier entsteht ein Seniorenpflegeheim. Das wird betrieben werden von der Casarea-Gruppe. Die Casarea-Gruppe gehört zu den großen privaten Anbietern privater Pflege in Deutschland. Es wird sich hier um stationäre Seniorenpflege handeln. Es entstehen 121 Pflegeplätze, wovon 115 Pflegeplätze in Einzelzimmer sein werden. Die Zimmer werden modernsten Standards entsprechen, jeweils mit eigenen Bädern. Und wir hoffen, dass wir hier im vierten Quartal 2015 die Eröffnung feiern werden können.